Island gegen Russland, zweiter Spieltag in der Gruppe E. Die russische Mannschaft von Trainer Kokscharov unter Zugzwang nach der knappen Niederlage gegen die Ungarn zu Turnierbeginn. Das Ziel klar, ein Sieg muss jetzt her, um im Turnier zu bleiben. Aber bereits in der Anfangsphase läuft's gar nicht für die Russen in roter Spielkleidung. Denn nach knapp 8 Minuten liegen die Isländer 5:1 in Führung. Alexander Pettersson, der Mann von den Rhein-Neckar-Löwen, mit seinem ersten von 6 Treffern in diesem Spiel. Die Isländer danach klar überlegen, knüpfen hier nahtlos an ihre Form aus dem Spiel gegen die Dänen an. Nach rund 22 Minuten ist die Führung auf 9 Treffer angewachsen. Tempo-Gegenstoß der Russen Tibor Dibirov zum 15:7. Der Linksaußen mit 36 Jahren, möglicherweise bei seinem letzten großen Turnier. Kurz vor der Pause sind es noch 6. Skurinski mit einem Heber gegen Gustafsson im isländischen Tor. 16:11. Da waren es nur noch 5. Zur Pause aber der EM-13. Von vor 2 Jahren, Island, mit 18:11 in Führung. Mitte der 2. Hälfte. Die Isländer dann wieder mit 9 Toren vorne. Kristjansson mit seinem 1. Treffer in diesem Match. 4 waren es am Ende für den Mann der HSG Wetzlar. Und in den letzten 10 Minuten darf dann Viktor Hallgrímsson zwischen die isländischen Pfosten, 19-jähriges Torwarttalent, der seine Sache überragend gut macht und den Russen nur noch 1 Treffer erlaubt und die russischen Fans in Malmö schier zur Verzweiflung bringt. Erneut also eine Superleistung dieses jungen Mannes und des gesamten isländischen Teams. Am Ende gewinnt Island nämlich mit 34:23, zieht relativ sicher in die Hauptrunde ein und schickt die Russen mit der 2. Niederlage wohl gleichzeitig nach Hause. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst hier ein Abo da und hier gibt's die ganze Playlist der Europameisterschaft.